Huhu Leute, ich bin Flasher, weiter geht's mit Let's Play Half-Life. Wir sind im Kapitel Lambda Core, sind gerade angekommen und wollen jetzt mal gucken, was hier auf uns lauert. Wie ihr seht, unten links habe ich wieder 100 Rüstung. Ja, ich habe wieder 100 Rüstung. Ich habe mir nämlich gedacht, das mit den 500 Rüstung, das ist dann doch irgendwie zu viel Beschiss. Da habe ich keinen Bock drauf. Darum habe ich gerade mich in diese grüne Seuche, die wir im letzten Video gesehen haben, habe ich mich reingestellt. Die hat mir zum Glück nur Rüstung abgezogen. Da habe ich einfach so lange gewartet, bis ich wieder bei 100 Rüstung war. Darum spielen wir jetzt wieder normal ohne 500 Rüstung. Ich glaube, das findet ihr auch besser. Und darum kann es jetzt auch normal weitergehen. Ich hoffe, ohne Unterbrechungen und ohne nochmal irgendwelche Bugs, die mir irgendwelche unfairen Vorteile bringen. Oder Nachteile will ich natürlich erst recht nicht. So. Ja. Das wäre geklärt. Wir gucken mal hier unten, was hier ist. Gar nichts. Also wieder hoch. Da hat mich gerade irgendwas angegriffen. Genau, ein Headcrab. So. Das wäre geklärt. So. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Achso. Gut. Ich dachte, ich muss jetzt hier klettern, um an die Leiter zu kommen. Aber die geht zum Glück bis zum Boden. Aber irgendwie ist in den ganzen Kisten überhaupt nichts drin. Hier könnte wenigstens mal Munition für den Revolver sein, weil der ist leider komplett alle. Aber wir finden nur Zeug, das wir nicht brauchen. Aha. Da geht's lang. Muss ich da lang? Mal sehen. Ja, muss ich. Gut. Hazardous Materials, ja. Gefährliche Materialien. Aha. Sieht doch schon mal gut aus. Beziehungsweise schlecht, aber hier scheinen wir richtig zu sein. Und wenn mich nicht alles täuscht, kommen hier wieder die Black Ops, ja. Toll. Und ich weiß nicht, wie viele. Aber hab ich den erwischt? Ne. Aber jetzt dürfte er aber weg sein. Ja, der hat natürlich die Granate so geschmissen, dass gleich das Explosivzeug neben uns auch noch mit explodiert ist. Ich weiß nicht, soll ich jetzt nochmal zurückgehen? Ja, gehe ich nochmal schnell. Hier war nämlich so ein Lebenspunkteteil. Ja, das war jetzt natürlich ein bisschen schade, dass ich meine ganzen Pfeile mit der Armbrust daneben geballert habe. Ich Trottel. Und den Revolver, das eigentlich am effektivsten gegen die ist, den hatte ich nicht mehr. Naja, egal. Ich glaube, jetzt ist alles tot. Und selbst wenn nicht, werden wir es merken, wenn uns irgendwas in den Rücken schießt. Das sind wir ja mittlerweile gewohnt von diesen Frauen hier. Aber hier ist nichts mehr. Nee. Hier können wir irgendwie rumklettern. Bringt aber nichts. Hier ist nirgendwo was drauf. Ne. Dann gucken wir mal, was hier ist. Aha, sieht doch schon mal sehr gut aus. Ja, hier sind wir richtig. Ich bewaffne mich mal wieder mit der Armbrust, denn hier sind wieder diese Kackfrauen. Nein, in die falsche Richtung. Wieder daneben geschossen, das gibt's doch nicht. So, jetzt aber. So, und jetzt kann ich direkt nochmal zurück. Das hier einsammeln, so. Ja, wie ihr merkt, die Frauen hier machen schon gar nicht so schlecht Schaden. Auf die muss man echt aufpassen. Jetzt muss ich mal überlegen, wo gehe ich lang am besten erstmal. Rechts. Ah, das scheint schon fast der richtige Weg zu sein. Weil hier scheint es sonst nichts mehr groß zu geben. Nö, hier komme ich her, oder? Ah, da ist noch so eine Aufladestation, sehr gut. Ach ne, hier kam ich doch nicht her. Top.
Wir sind wieder einigermaßen voll und können jetzt da hinten lang gehen und den Fahrstuhl benutzen. Ich speichere lieber mal, nicht dass gleich wieder irgendwas Großes kommt, an was ich mich wieder nicht erinnern kann und ich bin dann wieder tot und muss alles neu aufnehmen und dann ist wieder alles kacke und dann muss ich weinen und ja. Aha, aha. Das sieht gefährlich aus. Und das ist auch gefährlich. Der dürfte es hinter sich haben. Ja, das ist aber noch einer. Zack. Ja, das ist doch schon mal sehr gut gelaufen. Ja, top. So muss das sein. So und nicht anders. Ich hab da jetzt schon wieder irgendwas gehört. Ah, da ist was aufgegangen. Wollen wir da mal hin. Freeman, but I couldn't risk opening that door until I was sure you'd scoured the area. This is the last entrance to the Lambda complex. Every other has been sealed off to contain the invasion. When we realized that you might actually make it here, we drew straws to see who should stay behind to let you through. Obviously, I drew the short one. My colleagues are waiting at the tip of the Lambda reactor. Waiting for you, I mean. The reactor is shut down right now, but you can activate it on your way up. You'll have to flood the core anyway to get into the teleportation labs. You're not authorized to know about those. But I can see you already know a great deal more than any one man is supposed to. Also, wir haben es endlich geschafft, mehr oder weniger am Lambda-Team anzukommen. Das ist schon ein Typ des Lambda-Teams. Die haben Stäbchen gezogen, wer hier auf mich wartet, um mir das Tor aufzumachen. Denn wir sind noch nicht ganz da, nur wir sind noch nicht ganz in den Teleportationslabs angelangt. Ja, er hat den kürzesten Stäbchen gezogen und musste jetzt hier auf uns warten. Hat uns aufgemacht, sehr gut. Und wird uns jetzt wahrscheinlich auch die nächste Tür aufmachen. Wir müssen jetzt hier noch ein paar Sachen machen. Er hat irgendwas gesagt von den Reaktorfluten oder irgendwie sowas, um in die Teleportationslabs zu kommen. Das wird jetzt also unsere Aufgabe sein. Wir sind jetzt aber schon mehr oder weniger da, wo wir sein sollen. Wir sind also fast komplett angekommen. I built the gluon gun, but I just can't bring myself to use it on a living creature. You don't look as if you have any trouble killing things. Also, wir sind jetzt hier in einem Testlabor für eine neue Waffe. Das hier ist die Gluon-Kanone. Sieht ein bisschen Ghostbusters-mäßig aus. Ich sag zu dem Teil aber einfach immer nur der Staubsauger. Und das ist die Waffe, von der ich damals gesprochen habe, als ich den Revolver gefunden habe, wo ich sagte, es gibt noch eine Waffe, die besser ist. Das ist die hier. Das Teil geht richtig gut ab. Ich sammle es mal ein. Das hier ist der Staubsauger. Ihr werdet gleich sehen, warum das der Staubsauger ist. Und er hat gesagt, er konnte es nicht übers Herz bringen, diese Waffe an lebenden Objekten zu testen. Aber wir sehen aus, als ob wir keine Probleme hätten, Sachen umzubringen. Und darum werden wir diese Viecher jetzt auch direkt staubsaugen. Und wie ihr seht, es klappt optimal und die Dinger gehen auch ziemlich schnell kaputt. Ja, die Gluon-Kanone, die teilt sich die gleiche Munition mit der Gauss-Rifle. Und das ist nun wirklich absolut meine Lieblingswaffe, weil die ist einfach saustark. Mit dem ersten Schuss schießt die einfach nur geradeaus. Mit rechter Maustaste kann man irgendwo hinzielen. Und dann, wenn man dann ein Ziel anvisiert hat, kann man die Maus woanders hin bewegen und die schießt trotzdem immer noch weiter auf das gleiche Ziel. Ja, eigentlich ein ziemlich geiles Teil. Ja, die Waffe heißt Gluonenkanone. Gluonen kommen aus der Teilchenphysik und sind subatomare Elementarteilchen, die irgendwie, ich habe keine Ahnung wie, genauso gut kenne ich mich da auch nicht aus, aber irgendwie sind die für die Anziehung von Protonen und Neutronen in einem Atomkern verantwortlich oder irgendwie sowas. Ich weiß auch nicht genau, was die machen. Auf jeden Fall daher kommt der Name Gluon-Kanone. So heißt halt der Staubsauger. Ich werde es aber
weil ich den Namen irgendwie blöd finde, die Waffe ab jetzt einfach nur noch den Staubsauger nennen. So, wir gehen weiter. Allerdings ist die Munition für den Staubsauger immer ziemlich... Man findet ehrlich gesagt nicht so viel Munition dafür. Daher werde ich mit dem ziemlich sparsam sein und den nur in wirklich seltenen Fällen benutzen, wenn es wirklich nötig ist. Ups, ja, das sieht nicht gut aus. Oh, die haben sich gerade irgendwie unterhalten oder sowas. So, denen gehen wir doch direkt mal entgegen. So. Die spawnen überall Viecher. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt hier die ganzen Pumpen anmachen, um die Tanks zu füllen. Bin mir dann nicht ganz sicher. Aber ich zerballer hier schon mal alles. So. Und dann würde ich sagen, gehen wir als erstes mal, da geht es zu Kühlsystem 1 und Kühlsystem 2. Darum gehen wir erstmal hier lang. Erstmal alles erforschen, was es hier noch so gibt. Oh, ein Sicherheitsmann. Toll. Der uns aber nichts zu sagen hat. Wo kommen wir hier hin? Oha. You'll need to activate both pumps and flood the reactor, and then that access pipe down there will take you to the core. Time is short. Ja, hat uns nochmal bestätigt, wir müssen die Pumpen aktivieren, um den Reaktor zu fluten. Keine Ahnung warum genau, vielleicht wegen Kühlung oder irgendwie sowas. Und der bringt uns dann in das Teleportationslabor. So, hier können wir nochmal ein paar Waffen aufladen, den Revolver leider nicht. Das kotzt mich ja so ein bisschen an, dass ich absolut keine Munition mehr für das Ding finde. Aber was soll's. So. Oh oh. Ach komm, machen wir direkt mal den Staubsauger hier für das Teil. Was soll's. Ja. Das ist angenehm. So kämpft sich's gut. Ist das geil. Es kommen immer mehr.